Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Falls Sie mich noch nicht kennen sollten, Schwed Josef mein Name, immer noch Kompanieordonnanz bei Oberleutnant Lukas. Wissen Sie, ich habe mir was überlegt und das muss ich Ihnen erzählen. Als wir damals zum ersten Mal in eine Schlacht geraten sind und einen Sturmangriff auf die Russen gemacht haben, da hat doch so ein Russ direkt auf mich gezielt und geschossen. Und als ich dann heran war, da hat er sich ergeben. Und was tue ich in meiner Wut? Was hätte ich denn machen sollen? Ich kann ihn doch nicht erstechen. Ich habe ihn ja überhaupt nicht gekannt. Und da habe ich ihm ein paar über die Kuschen gegeben und ihn einen Fußtritt versetzt, dass er nur so geflogen ist. Direkt in die Gefangenschaft. Und jetzt tut es mir eigentlich ein bisschen leid. Denn vielleicht hat er mich gar nicht treffen wollen. Vielleicht war er überhaupt kein Soldat. Vielleicht war er ein Bauer oder ein Handwerker, irgendein Zivilist halt, so wie ich. Und man hat uns beide als Soldaten verkleidet und in den Krieg hineingeschickt. Ihn für den Zaren und mich für unseren gnädigen Herrn Kaiser. Und ich hätte sagen müssen, Kamerad, du hast mich leben lassen, dank dir schön. Und dafür lasse ich dich jetzt auch leben und alles Gute in der Gefangenschaft. Naja. Und wie ich dann so weitergelaufen bin, da höre ich doch plötzlich eine Granate kommen. Sie können sich erinnern, wie das ist so. Und ich bin hinein in den nächsten Granattrichter und wer liegt drinnen? Mein Kamerad, der dicke Ballon. No? Hat ausgeschaut wie tot, aber nein, er war gar nicht tot. Wir haben zusammen was gegessen und haben uns sehr gut unterhalten, haben so ein bisschen geplaudert und wie die Schlacht dann zu Ende gegangen ist und sie zum Sammeln geblasen haben, da sind wir raus aus dem Trichter und übers Schlachtfeld gegangen Richtung Hornsignal. Aber